Am nächsten Tag kam die Polizei. Die standen vor der Tür. Das war ein Mann und eine Frau. Dann meinte meine Mutter nur, nein, meine Tochter ist gestern nur ein bisschen später nach Hause gekommen. Dann haben wir mit ihr geschimpft. Ich stand hinter ihr im Flur. Und man hat gesehen, wie ich geweint habe und mich versteckt habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, mit den Lippen, Hilfe. Die haben nichts gemacht. Meine Mutter hat die Tür wieder zugemacht und dann war ich wieder alleine in der Wohnung. Für mich war zu Hause als Kind ein Ort, an dem ich mich wohl und sicher gefühlt habe bei meinen Eltern. Aber was, wenn das ganz anders ist? Wenn man mit zu Hause nur noch Angst verbindet und die eigenen Eltern zur Gefahr werden. Darum geht's in dieser Folge mit Melissa. Ihre Geschichte ist für mich ganz besonders, weil sie mich total berührt hat und auch lange beschäftigt hat. Aber auch, weil Melissa die erste Person war, mit der ich für unseren Podcast gesprochen habe. Ich will euch den an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen. Wir veröffentlichen jede Woche neue Geschichten, ganz unabhängig von unseren Videos. Das sind auch für mich sehr emotionale und tiefe Gespräche und Erfahrungen. Wir haben uns entschieden, Melissas Folge auch hier zu veröffentlichen, weil sie einen besonderen Blick auf unsere aktuelle Frage bietet. Muss ich meine Eltern lieben? Denn obwohl Melissa zu Hause keinen Safe Space hatte, obwohl sie lange gekämpft hat, um ihrer Familie zu entkommen, hat sie heute wieder Kontakt zu ihr. Noch ein Hinweis vorab, es wird in dieser Folge um körperliche, psychische Gewalt gehen und auch um Drogensucht. Melissa, was würde passieren, was glaubst du, wenn deine Familie von diesem Podcast wüsste, von dieser Folge erfahren würde? Ich stelle mir diese Frage tatsächlich ständig. Jetzt auch in den letzten Wochen habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich glaube, für viele meiner Familienmitglieder wären einige Dinge neu, für viele aber auch gar nicht. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass erstmal vieles auch abgestritten wird, verharmlost wird. Und wovon ich auf jeden Fall ausgehe, ist, dass sehr viele den Kontakt mit mir endgültig abbrechen würden, nie wieder mit mir reden würden. Nimm uns mal so mit, wie hast du deine Kindheit so wahrgenommen? Als ich jünger gewesen bin, hat mein Vater uns verlassen, unsere Familie. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 3 Jahre alt und mein Bruder war knappe 9 Monate. Mhm. Für meine Mutter war das ihre ganze Welt ist zusammengebrochen. Von jung auf wurde ihr immer nur gesagt, sie soll heiraten und Kinder bekommen und das ist ihre Aufgabe im Leben. Und dann hat ihr Mann sie verlassen und sie steht komplett alleine da. Und dann hat sie schreckliche Depressionen entwickelt. Wie haben sich die ausgedrückt? Sie war vorher nie gewalttätig. Also so vor, ich würde sagen, meinem 6., 7. Lebensjahr. Aber sie hatte so schreckliche Depressionen und irgendwann nach einem Jahr ist sie halt sehr stark gewalttätig geworden. Kannst du mir mal erzählen, wann das angefangen hat? So die erste Situation, an die du dich so erinnern kannst, in der du Gewalt erlebt hast? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, wann war so das erste Mal. Ich kann auch nicht sagen, was der Auslöser war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es irgendwann in eine Situation eskaliert ist, wo ich kaum noch irgendwas sagen musste. Und meine Mutter hat mich sofort geschlagen. Und wenn sie mich geschlagen hat, dann hat sie mich auf den Boden geworfen, auf mich eingetreten, meinen Kopf genommen, auf den Boden geschmissen. Teilweise vor der Schule. Also so morgens um 6 oder 7. Ich kann nicht mal mehr sagen, warum. Also ich könnte nicht mehr sagen, was der Auslöser war. Wenn man dann auch noch bestraft wird, ganz willkürlich und gar nicht damit rechnen kann, man weiß gar nicht, was man falsch gemacht hat, sondern es passiert einfach, dann stelle ich mir vor, wird ja auch daraus eine wahnsinnige Unsicherheit. Ja, ich wollte nicht nach Hause, weil ich ganz genau wusste, wenn ich nach Hause komme, dann schlägt sie mich wieder. Und ich hatte dieses Schülerticket und bin stundenlang hin und her gefahren und habe einfach in der Bahn gesessen und gelesen im Winter. Und im Sommer saß ich im Park. Einfach, um nicht nach Hause zu müssen. Ja. Also wie hat dich das so in deiner Kindheit verändert, würdest du sagen? Wie hast du dich damals gefühlt und was hat das in dir gemacht? Also auch heute noch wird mir sehr, sehr oft die Frage gestellt, warum hast du noch Kontakt zu deiner Familie? Die Leute stellen sich das so vor, als wären diese Menschen so Bösewichte aus Comicheften. Die wären schwarz-weiß so. Und es gibt nur gute und schlechte Menschen und meine Familie war einfach die schwarze Seite. So war das nicht. Meine Mutter hat mich auch geliebt. Und meine Mutter hatte manchmal auch sehr schwere Tage, wo ihr bewusst geworden ist, was sie tut.
Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt, schon damals. Und viel geweint. Und da war ich ja ein Kind, ne, so 7, 8, 9. Ich wollte immer irgendwie, dass sie stolz auf mich ist. Also habe ich jahrelang immer das getan, was sie von mir wollte. In der Hoffnung, dass sie mich endlich liebt. Das klingt für mich erstmal paradox. Obwohl eine Mutter ihr Kind liebt und es ihr auch eigentlich bewusst ist, wie schlimm es ist, ihrem Kind Gewalt anzutun, zumindest in manchen Momenten, passiert es immer wieder. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Eltern derart die Kontrolle verlieren? Da bauen ganz viele Puzzleteile aufeinander auf. Also kein Elternteil steht in der Früh auf und sagt, so jetzt gebe ich mein Kind erstmal eine Ohrfeige. Die meisten wollen das anders lösen. Christoph Böck ist Sozialpädagoge, Veronika Schlicker ist Psychologin. Beide leiten eine Gruppe für gewaltfreie Erziehung beim Kinderschutzbund in München. Sie arbeiten also tagtäglich mit Eltern, die Gewalt ausüben und deren Kindern. Es geht durch alle Gesellschaftsschichten. Also wir haben wirklich Bildungsbürgertum bis Hartz-IV-Familie aus dem Kongo, Deutschland, Polen. Also man kann das nicht festmachen an der Nationalität oder Gesellschaftsschicht. Das heißt, es gibt auch nicht so einen richtig typischen Fall, den ihr so betreut? Was alle kennzeichnet, ist eine Überforderung. Das heißt jetzt zum Beispiel bei der Bildungsbürgerfamilie, dass die sagen, das ist uns zu viel im Job perfekt sein, als Papa und Mama perfekt sein, entsteht ein Irrsinnsdruck. Oder die Familie, die in der Gemeinschaftsunterkunft wohnt, sehr beengt wurde, ganz andere Themen haben und was sie alle kennzeichnet, dass sie sagen, es ist uns zu viel. Und wenn dann die Kinder nicht funktionieren, dann wird es einfach eng. Die beiden haben mir erklärt, dass Gewalt oftmals der schnellste Weg ist, um bei seinem Kind etwas zu erreichen. Und zwar nicht durch Respekt, sondern durch Angst. Und sie haben mir erklärt, dass die meisten Kinder sich in dieser Situation dann fühlen wie Melissa. Die Kinder, die sagen nicht, der Papa ist böse oder die Mama ist böse, sondern da erleben wir ganz oft, dass die Kinder dann eben eher in eine Verteidigungshaltung gehen und eben besonders hervorbringen möchten, dass die Eltern auch gute Anteile haben und nette Sachen machen. Also ich stelle mir das super schwierig vor, wenn man in so einer Situation ist als Kind und man möchte geliebt werden und wird gleichzeitig so oft zurückgewiesen von den Menschen, die einem am nächsten sind. Das ist ja eine totale innere Zerrissenheit und kostet wahrscheinlich auch super viel Kraft, das auszuhalten. Da stellt man sich so große Fragen wie, lieben mich meine Eltern überhaupt, obwohl sie mir wehtun? Und das mit 8 oder 9 Jahren. Da hatte ich zu der Zeit echt ganz andere Sachen im Kopf. Zum Beispiel, ob ich meinen Geburtstag lieber auf der Kegelbahn oder auf dem Minigolfplatz feiern will. Wann ist dir denn aufgefallen, dass andere Familien vielleicht anders umgehen miteinander und dass andere Eltern auch mit Kindern anders umgehen? Also ich glaube, die erste Situation tatsächlich, wo ich mich dran erinnern kann, war ich in einer Gruppe von Freunden, also Mitschülern. Und irgendwie ging es um, ja, und dann hat mal der und der eine Ohrfeige gekriegt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Mutter schlägt mich auch ständig. Und der hat mich dann ganz verwirrt angeguckt. So, was? So, deine Mutter schlägt dich ständig? Ich glaube, das war so wirklich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, okay, also ist nicht normal. Und bin dann zu einer Türkischlehrerin gegangen an meiner Grundschule. Und habe ihr das erzählt. Ich habe geweint ganz schlimm und habe versucht, ihr zu erzählen, dass meine Mutter mich schlägt. Und sie meinte daraufhin nur zu mir, und das ist ein Satz tatsächlich, den ich durchgehend gehört habe in meiner Familie, übertreib es nicht so. Erzähl es niemandem. Was denken denn die Leute? Und genau dasselbe hatte sie mir dann gesagt. Was hat es mit dir gemacht, als sie gesagt hat, erzähl's lieber niemandem? Ich habe mich unfassbar geschämt. Mhm. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich gefühlt wie so eine Verräterin. Mhm. Als würde ich meine Mutter verraten wollen. Dabei wolltest du ja eigentlich nur Hilfe. Gab es denn eigentlich nie Momente, an denen irgendjemand, vielleicht auch deiner Lehrer, deiner Freunde und Freundinnen, die Eltern deiner Freunde und Freundinnen, mal irgendwas an deinem Körper entdeckt haben, was darauf hingewiesen hat, dass du geschlagen wirst? 100%. Also meiner Klassenlehrerin damals ist das auch aufgefallen. Und sie hatte mich auch ein paar Mal rausgeholt gehabt. Nach dieser Sache mit meiner Lehrerin, der Türkischlehrerin, habe ich mich einfach nie wieder getraut, darüber zu sprechen. Aber da sieht man mal, wie wichtig das dann auch ist, dass Kindern, die sowas ansprechen von sich aus, dass sie da in ihrem Gegenüber jemanden finden, der das ernst nimmt und der ihnen nicht sagt, darüber spricht man nicht oder das
kleinredet oder so, ne? Weil das löst ja genau das aus, dass man dann sagt, okay, wenn einmal ein Erwachsener so reagiert hat, werde ich da einfach nicht mehr drüber reden. Ja. Weil ich weiß, dass es schlecht ist für mich. So, ne? Hast du denn jemals drüber nachgedacht, dann auch so rauszubrechen und zu sagen, ich will hier weg? Ständig. Mhm. Das war ständig ein Gedanke, den ich hatte. Aber wenn ich gesagt habe oder gedacht habe, dann gehe ich zur Polizei oder so. Das hast du angedroht, dann ich gehe jetzt zur Polizei. Habe ich das angedroht meiner Mutter gegenüber. Und dann hat sie zu mir gesagt, dann verhaften die mich und du kommst ins Kinderheim. Und weißt du eigentlich, wie schlimm das ist im Kinderheim? Und dann hat sie mir eine Predigt gehalten, was im Kinderheim so alles normal wäre und so. Und dass ich das bei ihr ja viel besser hätte. Und da gibt es eine witzige, also jetzt in Anführungsstrichen witzige Geschichte drüber. Und zwar habe ich an einem Ort gelebt, wo ganz, ganz groß damals ein Transparent hing an einem Gebäude mit der Jugend, mit dem Jugendnotdienst und der Rufnummer. Mhm. Ich bin jeden Tag, wenn ich zur Schule gegangen bin, an diesem Transparent vorbeigelaufen und habe mich immer gefragt, ob ich da anrufen soll. Was hat dich denn davon abgehalten? Ich wollte nicht, dass meiner Familie was Schlechtes passiert. Mhm. Ich hatte Furcht, also, dass ich ins Kinderheim kam, hat mich gar nicht irgendwie so beschäftigt. Aber was mit den anderen passiert? Ja, mit meiner Familie. Also du hattest so ein Verantwortungsgefühl für die? Ja, wie gesagt, das waren immer noch Menschen, die mich auf eine absurde Art und Weise abgöttisch geliebt haben. Mit der Frage, müssen wir unsere Eltern lieben? Und dem Thema Beziehung zu unseren Eltern haben wir uns auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge beschäftigt. Da spreche ich mit Julia. Sie hat als Teenager herausgefunden, dass ihr Papa eigentlich gar nicht ihr biologischer Vater ist. Und das hat sie in eine totale Identitätskrise gestürzt. Bei mir im Studio hat Julia nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern sie hat auch mit ihrem biologischen Vater intensiv über ihre Gefühle gesprochen. Ich verlinke euch das in der Infocard und hört da unbedingt mal rein. Du hast schon gesagt, es gab irgendwann den Tag, an dem du entschieden hast, wegzulaufen. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Mein erster Fluchtversuch war sehr impulsiv. Ich habe rebelliert, habe irgendwann angefangen, nicht mehr um 18 Uhr, 17 Uhr nach Hause zu kommen, was gar nicht ging. Ich wollte mit meinen Freunden zusammen sein und ich wollte mit denen Zeit verbringen. Und dann habe ich mich irgendwann in falsche Kreise wiedergefunden, in falschen Kreisen wiedergefunden. Was heißt das? Die haben Drogen konsumiert und geraucht und getrunken. Und dann habe ich das auch gemacht und habe das alles verheimlicht vor meiner Familie. Mein Vater hat das aber irgendwann mitgekriegt und ist halt verzweifelt. Und ich weiß nicht, wann das war oder warum, aber er hatte mich dann... gab es zwei Situationen, in denen er mich sehr schlimm geschlagen hatte. Mhm. Und es war ein Schock für mich als Kind, weil ich immer in meinem Kopf dachte, daran kann ich mich noch genau erinnern, ich dachte immer, alle hassen mich, aber mein Vater liebt mich, weil der schlägt mich nicht. Dachte ich immer. Ich war immer der festen Überzeugung, mein Vater liebt mich. Und der Grund, warum er mich liebt und warum ich mir 100% sicher bin, dass er mich liebt, ist, weil er mich nicht schlägt. Mhm. Und dann ist es passiert. Und dann ist es wieder passiert. Und dann war ich der festen Überzeugung, dass kein Mensch auf der Welt mich liebt. Also bin ich abgehauen. Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten und ich dachte, jetzt gibt's nichts mehr, was mich hält. Melissa ist 14, als sie das erste Mal wegläuft. Sie hält es einfach nicht mehr aus. Das Leben, das da vor ihr liegt, das will sie nicht. Und darüber schreibt sie auch lange in ihrem Tagebuch. 31. Januar 2012. Ich bin auf der Welt, weil ich meine Eltern glücklich machen soll. Und stolz. Aber ich will auch glücklich sein. Ich möchte ganz viel lachen und Schwachsinn machen, am laufenden Band Fehler machen. Aus ihnen lernen, ein richtiges Kind sein. Ich will leben. Warum versteht das denn niemand? Ich bin dazu verpflichtet, die Schule zu machen. Und schlussendlich wird mir das nichts nützen. Denn am Ende sitze ich mit blauen Flecken vor irgendeiner billigen Theke und koche für meine 2 bis 3 Kinder. Ich werde meinen verdammten Scheißmann ficken müssen, bis ich total erschöpft und kaputt einen Jungen gebäre. Ferien gibt es nicht. Denk doch bitte kurz darüber nach. Würde dieses Leben zu mir passen? Denkst du, so würde ich glücklich werden?
Hattest du irgendwas zusammengepackt? Hast du irgendwie was mitgenommen oder bist du einfach aus der Tür rausgerannt? Ich bin einfach weg, ja. Und eigentlich, ich hatte mir das nicht richtig vorgelegt, was ich mache. Und ich bin gegen 22 Uhr immer noch nicht nach Hause gekommen. Und wenn meine Mutter mich angerufen hat, meinte ich, ich komme nicht mehr nach Hause. Und das war's. Und dann habe ich aufgelegt. Meine Familie ist durchgedreht. Die haben überall nach mir gesucht. Die haben sich natürlich furchtbare Sorgen gemacht. Und woher weißt du das, dass die überall nach dir gesucht haben? Weil Familienmitglieder mit Freunden von mir gesprochen haben und ich über Ecken mitgekriegt habe, dass sie nach mir suchen. Dann habe ich Panik bekommen, bin mit den damaligen Leuten, die auch viel älter waren teilweise als ich, ich habe auch behauptet, dass ich 16 wäre, und mit denen irgendwie zu denen nach Hause, und die haben mich beschützt und meinten zu mir, die lassen mich nicht weg. Das habe ich denen erzählt. Und diese Unterstützung auf einmal war mir so unfassbar, also sie hatten mir so viel bedeutet damals. Aber natürlich habe ich gemerkt, oh Gott, das wird alles gerade total ernst. Dann hat mein damaliger Nachbars, also so eine Art Nachbarsjunge, mit dem ich sehr, sehr eng war, der hat mich dann versucht zu erreichen, und da bin ich dann rangegangen und der hat dann am Telefon auf mich eingeredet. Komm nach Hause, du wirst erstmal bei uns bleiben, bei uns in der Familie. Wir schlafen drüber, dann reden wir mit deiner Mutter und es wird alles besser, vertrau mir. Wenn du willst, kannst du auch zu uns ziehen. Und er hat wirklich eingeredet auf mich. Und ich meinte, weil ich verzweifelt war und dachte, das ist jetzt doch irgendwie alles zu ernst, dann bin ich halt an den Treffpunkt, wo wir uns verabredet haben, hingefahren. Alleine. Und die meinten noch, bist du dir ganz sicher? Ich meinte, ja, ich bin mir sicher. Und bin hingefahren. Das wird alles gut, das wird alles gut. Und als ich da angekommen bin, war mein Vater da mit einem Taxi. Meine Mutter saß hinten. Ich habe mich furchtbar verraten gefühlt. Und bist du dann eingestiegen? Ich musste einsteigen. Die haben mich gezwungen. Aus irgendeinem Grund waren die nicht wütend auf mich. Mein Vater war nur sehr ruhig. Und die ganze Stimmung war sehr bedrohlich. Und dann haben die darüber gesprochen, dass mein Onkel unterwegs ist. Und ich habe das nicht verstanden. Wie mein Onkel? Was ist mit meinem Onkel? Und dieser Onkel war wie mein Vater für mich. Und dann sind wir um den Block gefahren, ausgestiegen, 10 Minuten zur Wohnung gelaufen. Meine Mutter hat die Wohnungstür aufgeschlossen und ich dachte, okay, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Mein Bruder lag im Bett und hat schon geschlafen. Und sie meinte, zieh jetzt dein Nachthemd an. Also habe ich mein Nachthemd angezogen gehabt. Ich war ein Kind. Ich habe mein Nachthemd angezogen und mich ins Bett gelegt. Und sie meinte, du schläfst? Wenn er hier reinkommt, tust du so, als würdest du schlafen. Du schläfst. Mhm. Ich wusste immer noch nicht, was los ist. Mhm. Sehr beängstigend. Ja, ich wusste nicht, was los ist, aber ich lag da und auf einmal höre ich, wie jemand gegen die Haustür schlägt und rumschreit. Und meine Mutter macht die Tür auf und dann hat er irgendwie die Tür fast halb aufgebrochen, durch die Wohnung gestürmt. Und ich habe gelegen und meinte er nur, ich habe nur gehört, wie irgendjemand, also mein Onkel dann meint, wo ist sie, wo ist sie? Und habe mich dann aus dem Bett gepackt, an den Haaren und mich rausgezogen und ins Wohnzimmer gebracht. Und hat mich stundenlang verprügelt. Also ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe. Du hattest Todesangst. Ich dachte, das war's jetzt. Und das alles nur, weil du bis 10 Uhr nicht zu Hause warst? Ja, das war 22.30 Uhr, 23 Uhr. Irgendwann im Laufe der Nacht kamen dann die Nachbarn runter, weil sie mich schreien gehört haben. Und am nächsten Tag kam die Polizei. Die standen vor der Tür. Das war ein Mann und eine Frau. Dann meinte meine Mutter nur, nein, meine Tochter ist gestern nur ein bisschen später nach Hause gekommen. Mhm. Dann haben wir mit ihr geschimpft. Ich stand hinter ihr im Flur. Und ich habe mit meinen Lippen die ganze Zeit, weil ich durfte tagelang die Wohnung nicht mehr verlassen. Erstens, weil man es gesehen hat. Und zweitens, weil meine Familie Angst hatte, dass ich nochmal abhaue. Also wurdest du eingesperrt? Ja. Über Tage hinweg. Ich durfte auch nicht zur Schule gehen. Also hattest du überall blaue Flecken? Ja. Oder? Und die Polizei stand da. Und ich stand hinten. Und man hat gesehen, wie ich geweint habe.
und mich versteckt habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, mit den Lippen, Hilfe. Die haben nichts gemacht. Meine Mutter hat die Tür wieder zugemacht und dann war ich wieder alleine in der Wohnung. Fälle von Gewalt, sowohl psychische als auch physische, sind leider für Außenstehende oft ganz schwer zu erkennen. Über 60.000 Fälle von Kindeswohlgefährdung wurden 2021 den Jugendämtern gemeldet. Die Dunkelziffer schätzt die Polizei aber wesentlich höher ein, denn fast alle Vorfälle spielen sich in den eigenen vier Wänden ab. Ganz oft ist es so, dass Kinder sich irgendwie eröffnen und das dauert schon sehr lange. Ich glaube, ein Kind muss bis 7-mal irgendwo anmerken, dass es irgendwas erlebt, bis es überhaupt gehört wird. Und das ist natürlich eine sehr große Überwindung. Und ganz viele, die sich zum Beispiel in der Schule dann öffnen und dann merken, dass dieser ganze Apparat losläuft, dass sie dann sagen, das wollte ich überhaupt nicht und nehmen alles wieder zurück. In diesen Situationen sind in der Regel nur die gewaltausübenden Personen und die Betroffenen dabei. Und dann steht, selbst wenn ein Kind sich traut, etwas zu sagen, Aussage gegen Aussage. Und so ist es bei Melissa eben auch. Wir können ihre Geschichte nicht bis ins Detail überprüfen. Aber wir haben mit Leuten aus ihrem Umfeld gesprochen, wir haben alte Nachrichtenverläufe gelesen und andere Unterlagen gesehen, die für uns ihre Geschichte glaubhaft machen. Melissa erzählt also, sie wurde seit ihrer frühen Kindheit verprügelt. Ab wann, weiß sie nicht mehr so genau, aber sie kann sich erinnern, dass sie mit 8 oder 9 ständig Angst hatte, dass ihre Mutter ausrastet. Mit 14 ist sie dann das erste Mal weggelaufen, aber der Versuch ist gescheitert. Was dann folgt? Eine schlimme Nacht mit Schlägen. Ich frag mich, was ging dann in Melissa vor? Ich habe sofort wieder den nächsten Fluchtversuch geplant. Mhm. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden und habe direkt überlegt, wie komme ich jetzt weg? Also Angst vor den Konsequenzen war nicht so stark wie der Drang abzuhauen. Das hat sogar noch geschürt für mich. Der erste Tag, wo ich zur Schule bin, wusste ich ganz genau, ich gehe weg. Ich habe meine Tasche gepackt und es war so ein richtig klassischer Schulrucksack. Mhm. So, man kennt die, ne? So diese eckigen, die man so auf die Schulter nehmen kann. Vollgestopft mit Unterhosen, Unterhemden. Also in deinem Scout-Rucksack waren sozusagen statt Schulbücher waren deine Klamotten und Zahnbürste, Zahnpasta. Ich wusste ganz genau, sobald ich wieder zur Schule gehe, Schultasche, zack, und dann bin ich weg. Ich war in der Schule und habe mit einer Bekannten gesprochen, die mir versprochen hat, dass sie mich dann zum Jugendamt bringt. Ich war der festen Überzeugung, diesmal mache ich nicht nur so impulsiv Flucht, sondern diesmal gehe ich zum Jugendamt und die helfen mir dann. Ich habe mit der gesprochen gehabt und sie hat mir gesagt, sie unterstützt mich und sie bringt mich hin. Wir wollten die letzten 2 Stunden schwänzen und dann gemeinsam dahin, durch den Hinterausgang. Sie hat dann aber zurückgezogen und hat dann gesagt, nein, es geht nicht, sie muss noch die letzten beiden Stunden da bleiben. Was am Ende des Tages mir den Arsch gerettet hat. Bin danach rausgegangen mit ihr, nach dieser Kunststunde, weil ich mich nicht getraut habe, alleine abzuhauen. Und an beiden Enden standen meine Familienangehörigen. Und haben die Ausgänge beobachtet, die ganze Zeit über, wo ich in der Schule war. Weil sie schon gedacht hatten, dass du vielleicht nochmal abhaust. Dass ich vielleicht nochmal versuche. Mhm. Die wollten mich abholen. Ich bin dann durch den Hauptausgang raus und da meinte mein Vater, du steigst bei deiner Mutter in den Wagen ein und ihr fahrt jetzt los und wir gehen jetzt was essen. Haben wir dann gemacht. Und dann saßen wir da, haben was bestellt und mein Vater hat auf einmal auf mich eingeredet, dass der Grund dafür, warum es mir so schlecht gehen würde, ich halt bin. Dass ich der Grund dafür bin. Dass ich sehr spät nur noch nach Hause komme. Dass er weiß, dass ich Alkohol trinke, was ich nicht durfte natürlich. Dass er weiß, dass ich rauche. Dass meine Noten schlechter werden. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll zu meinem Onkel gehen und mich bei meinem Onkel entschuldigen. Und ich meinte nein. Er meinte, ja, das hat er gemacht, weil er dich liebt. Weil du ihm wichtig bist. Du bist wie eine Tochter für ihn, deswegen hat er das gemacht. Und ich meinte, ist mir scheißegal. Und daraufhin mein Vater mir im Restaurant eine Ohrfeige gegeben und meinte, denkst du, diese Leute hier imponieren mir? Denkst du, das interessiert mich, was die Leute von mir denken? Du bist meine Tochter und ich tue, was ich will. Die anderen Leute im Restaurant haben gar nicht reagiert. Die Kellnerin hat das gesehen. Sie hat halt gesehen, wie ich geweint habe und die Suppe nicht essen konnte.
mein Vater mich gezwungen hat. Und daraufhin kam sie ohne eine Aufforderung an den Tisch und meinte, soll ich sie dir einpacken? Mhm. Und daraufhin meinte ich, ja, bitte. Und dann war die Sache gegessen, wir sind rausgegangen. Und ich stand da mit den Klamotten, die ich anhatte. Mein Rucksack war bei ihr im Auto mit meinen ganzen Fluchtsachen. Und ich hatte diese Nudelsuppe in der Hand. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, ich war einfach jetzt. Und dann habe ich die Suppe auf den Boden abgestellt und bin reingerannt in Karstadt. Und meine Mutter ist noch irgendwie hinterhergerannt, panisch, nach meinem Namen gerufen und meinte halt immer wieder, komm bitte nach Hause, was, dein Vater. Ich habe mich in so einer Kinderabteilung in die Klamotten rein versteckt und habe da gesessen. Vor mir war eine schwangere Frau. Habe sie weinend gefragt, wo ist das nächste, die Adresse zum nächsten Jugendamt, und bin dann zum Jugendamt gegangen, als ich erfahren habe, dass die wieder nach mir suchen. Meine Sozialarbeiterin hat dann sich über das Jugendamt bei einer anonymen Einrichtung für junge Migrantinnen gemeldet. Wie hast du dich denn da gefühlt? Hast du dich da wohl gefühlt? Hast du dich da sicher gefühlt? Das war sehr gemütlich da. Ich kann mich noch daran erinnern, es war ein sehr, sehr gemütlicher Ort. Es war eine große Küche, mehrere kleine Zimmer, wo man sich das dann geteilt hat und so. Wie lange warst du denn in dieser Aufnahmestelle für oder dieser Wohngruppe für migrantische Mädchen, bevor du wieder Kontakt zu deinen Eltern hattest oder zu deiner Familie oder etwas von denen gehört hast? Also ich weiß, dass die Situation erstmal sehr akut war. Ich durfte auch die Wohnung zur Sicherheit sollte ich die Wohnung nicht verlassen. Also bin ich erstmal die meiste Zeit in der Wohnung gewesen. Ich weiß nur, dass es sich für mich irgendwie so angefühlt hat, als ob es jetzt abgeschlossen wäre. Das war's. Meine Familie ist jetzt weg und ich bin komplett alleine. Und war das ein schlimmes Gefühl oder ein gutes Gefühl? Schrecklich. Das war ein super ohnmächtiges Gefühl von Einsamkeit. Melissa fällt in eine schwere Depression. Sie wechselt mehrmals die Einrichtung und nimmt die Therapieangebote dort nicht an. Stattdessen betäubt Melissa sich und ihre Gefühle. Ich war ein Kind und das Einzige, was für mich dann irgendwann gedämmert hat, war dann irgendwie so, jetzt bist du frei. Und irgendwann ist es eingesickert nach ein paar Monaten. Warte mal ganz kurz, du bist frei. Du hast niemanden mehr, der sich auch nur einen Dreck um dich schert. Und dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Ich glaub, das einfach, weil du das Gefühl hattest, du möchtest deine Freiheit auskosten. Nein, also es war mir egal. Mir war alles einfach nur noch egal. Und dann bin ich anderthalb Jahre lang schwerst drogenabhängig gewesen. Ich war nur high auf irgendwas. Weil ich sah ja auch schon so aus. So, ne? Augen immer sehr dunkel geschminkt, Haare sehr dings. Ich hatte mein Skateboard immer mit dabei und irgendwann auch angefangen, kürzere Klamotten zu tragen und so. Das ist so für mich ganz schwer vorstellbar, so wie du jetzt vor mir bist. Nein, wirklich. Ich habe noch ein Bild. Willst du ein Bild sehen? Ja, Warte, ich zeig total dir gern. Jetzt ein Bild. Das war, da war ich 14, da hat man ein Bild geschossen für meine Krankenkassenkarte. Mhm. Hier. Wow, also du hast ein ganz bleiches Gesicht, bist ganz blass, die Augen dunkel geschminkt. Ja. Haare komplett durch den Wind. Kannst schon sagen, ich sehe scheiße aus. Nee, so also ein bisschen, ja, so ein bisschen traurig, so ein bisschen ganz anders als jetzt. Und das heißt aber, in der Zeit hattest du auch gar keinen Kontakt zu deiner Familie, aber dir war auch alles egal sozusagen. Ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist diese Person so geworden, die da vor mir sitzt gerade? Jetzt braucht es da total viel Motivation, um da rauszukommen. Ich hatte eine Betreuerin in der Einrichtung, die war toll. Und sie hat nämlich damals mir immer gesagt, dass ich unfassbar viel Potenzial hätte. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich eine Überdosis Crystal Meth konsumiert habe. Einen ganz schrecklichen Horrortrip gehabt. Ich bin einen Tag später aufgewacht. Also ich bin morgens irgendwann eingeschlafen und bin dann am übernächsten Tag aufgewacht, gegen 13 Uhr. Und es war zum allerersten Mal nach einem Jahr nüchtern. Und ich war froh, nüchtern zu sein nach diesem schrecklichen Trip. Mhm. Ich bin rausgegangen auf die Veranda, habe mich da hingesetzt und sie hat mich nur angeguckt und sie war furchtbar traurig. Sie meinte, Melissa, du hast so viel Potenzial und aus dir könnte so viel werden. Du kannst ein glückliches Leben haben. Und es tut mir so im Herzen weh, zu sehen, wie du irgendwie, ja, zerbrichst. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das nicht. Und dann habe ich sie angeguckt und ich meinte, ich will einen Entzug machen. Ich habe mit meiner Mutter wieder Kontakt aufgenommen und meinte zu meiner Mutter, ich will wieder zu ihr zurück für ein paar Tage.
Du hast einfach so Kontakt aufgenommen zu deiner Mutter wegen des Entzugs? Ja, weil ich auch wusste, wenn ich bei ihr bin, konsumiere ich keine anderen Drogen. Mhm. Und weil ich irgendwo noch dieses Pflichtbewusstsein meiner Mutter gegenüber hatte und sie mir auch sehr leid tat. Ne? Mhm. Und hast du deiner Mutter auch gesagt, dass du drogenabhängig bist? Nein, das habe ich ihr nicht gesagt. Mhm. Sie wusste es irgendwo, sie wusste das, aber sie hat es nie thematisiert. Wie ist sie denn da mit dir umgegangen? Sie hat es komplett ignoriert. Und dann, als ich wieder die 3 Tage bei ihr war, ich war die ganze Zeit über eigentlich nur unterwegs, aber sie hat sich nicht getraut, auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen. Mhm. Weil sie panische Angst davor hatte, dass wenn sie nochmal irgendwas sagt, dass ich dann wieder weg bin. Und nach 3 Tagen hieß es, die Einrichtung, mit der du kurz geschnackt hattest, die haben dich angenommen und da kannst du jetzt hinziehen. Mhm. Und ich war dann alles klar. Wann? Ja, wann auch immer du willst. Dann will ich morgen. Von da an verändert sich so einiges in Melissas Leben. Melissa zieht weg in eine andere Stadt, sie macht einen Entzug und sie entscheidet sich für ein Leben im Kinderheim. Am Anfang ist es hart für sie, aber sie findet Menschen, die an sie glauben und sie auch unterstützen. Sie macht Abi und sie fängt sogar an zu studieren. Mit der Mutter hat sie in dieser Zeit unregelmäßig Kontakt. Irgendwann meldet sie sich wieder bei ihrem Vater, später auch bei anderen Verwandten. Ihr neues Leben bleibt Melissas Geheimnis. Ich habe jetzt so eine Art Doppelleben. Einmal, wo ich jetzt wohne. Und da habe ich einen Freund und ich genieße meine sexuelle Freiheit. Auch andere also Partnerschaftsformen wie offene Beziehungen. Also ich fühle mich, ich bin ganz frei und tu und lass und mach, was ich will. Ja. Und meine Familie denkt, ich wäre einfach nur ausgezogen, früher als ich gedacht hätte, für mein Studium. Mhm. Und ich würde da jetzt einfach nur studieren und meinen Job machen und ich würde nicht mich mit Männern treffen. Also die wissen eigentlich nicht so viel von deinem Leben? Die wissen nichts. Die denken, ich würde da einfach nur sitzen und studieren. Mhm. Um das mit diesem Doppelleben so ein bisschen für mich klarer zu kriegen, vielleicht gibt's so, ich würde dir erstmal 3 Fragen stellen, die du so beantwortest, wie du sie einer Freundin aus deiner aktuellen Wohnung sozusagen, aus deinem Wohnort beantworten würdest und danach stelle ich dir nochmal und dann antwortest du mal so, wie du deiner Mutter antworten würdest. Ja, mach das mal. Erstens, so möchtest du mal heiraten und wie sehe die Hochzeit aus? Was würdest du deiner Freundin erzählen? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will. Keine Ahnung. Find mal erstmal einen Mann, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, für den Rest meines Lebens so 50 Jahre lang nur noch mit einem Menschen zu schlafen. Das war's. Also, ich würde halt sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich will heiraten, 200 Personen. Nein, Mama, nicht 900. Wir bleiben bei 200. Ich will, dass es klein und gemütlich wird. Und natürlich werde ich einen Mann finden und der wird auch bestimmt Türke. Und dann werden wir ganz glücklich zusammen und ich werde 3, 4 Kinder kriegen. Was machst du an einem normalen Wochenende so? Gehst du feiern? Ja, immer. Also jetzt in Corona war es natürlich schwierig, aber sonst immer. Und ich bin auch bis nächsten Tag wach, teilweise auch 3 Tage. Und deiner Mutter? Ich lerne eigentlich nur den ganzen Tag und arbeite die ganze Zeit. Zum Dritten, gehst du auf Dates oder hast du Sex? Ja, und ich bin sehr sexuell offener und freier Mensch. Ich will sogar jetzt demnächst im Sexshop arbeiten, weil das so gut zu mir passen würde und alle meine Freunde sagen, das wäre der perfekte Job für dich. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe gar keinen Kontakt zu Männern. Ich habe nur ein paar Freunde. Die kenne ich von der Uni. Das war's. Glaubst du, deine Mutter denkt es wirklich? Oder ist das etwas, was sie... Nein, die glauben das alle wirklich. Glauben will? Nein, die glauben das alle wirklich. Ich bin mir 100% sicher, dass sie niemals davon ausgehen würden, dass ich so ein Leben habe. Mhm. Und es ist auch gut so. Die 2 Versionen, die du gerade erzählt hast, von deinem Leben, die waren so unterschiedlich, dass ich mich frage so... Wer ist der Melissa wirklich? Die Melissa, die die ersten Antworten gegeben hat oder die zweiten Antworten gegeben hat oder beide? Ich frage mich ständig irgendwie, willst du wirklich nicht heiraten? Aber der Gedanke ist irgendwie schön, so kulturell, mit deiner Familie. Und wäre es nicht schön gewesen, wenn du Jungfrau geblieben wärst? Du hättest dieses rote Band getragen auf deiner Hochzeit und dein Bruder hätte es abgeschnitten. Und dann hättest du mit deinem Mann das erste Mal gehabt. Immer wieder so kommen mir so Sachen in den Sinn. Ich merke, wie ich in diese Bedürfnisse, Wünsche wieder zurückfalle. Die ich von Aber so bist du auch aufgewachsen. Das hast du von deiner Kindheit an gelernt, dass das was Schönes ist. Ja. Deswegen, das darf man ja auch nie vergessen, wie wichtig oder wie prägend so eine Zeit ist. Und ich habe mich nur, wie viel Wert ist
Liebe von Menschen, die einen nicht so akzeptieren, wie man ist? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Sache für mich persönlich durch und durch verstanden und die hat mir sehr viel geholfen. Ich glaube, das ist wichtig, dass andere Leute das auch verstehen können vielleicht. Und zwar, ich finde, unsere Generation hat die meiste Verantwortung, dass es nicht so weitergegeben wird. Dieses Trauma, dieser Druck, diese Erwartungen. Was meinst du mit dem Trauma? Damals war das so für meine Familie, für meine Mutter, für meine Tante. Die hatten auch nie irgendwie andere Beispiele gesehen, nie irgendwo links und rechts geguckt und gedacht, aber guck mal, die Anna da, die hat das aber nicht so, ne? Man muss sich vorstellen, dasselbe Trauma, was wir durchhaben, haben diese Menschen auch durch. Im Gegensatz zu mir, die das 14 Jahre lang gemacht hat, durchgemacht hat oder mitgemacht hat, das Spiel mitgespielt hat, spielen diese Menschen das seit 40, 45, 50 Jahren mit. Mhm. Wir sind jetzt in der Position zu sagen, wir brechen dieses System auf. Wir lassen das nicht mehr zu. Wie hast du es geschafft, deiner Mutter, aber auch deiner restlichen Familie so zu vergeben? Ich habe verstanden, dass die in demselben System aufgewachsen sind. Wir haben eigentlich bei fast allen Teilnehmern bei uns, die haben selber Gewalt in ihrer Kindheit erlebt. Ich glaube schon, dass das unterbrochen werden kann. Im Endeffekt sieht man das ja wahrscheinlich auch bei uns quasi in den Generationen. Unsere Eltern und Großeltern sind noch ganz anders erzogen worden. Da war es klar, dass in der Schule körperliche Gewalt als Erziehungsmethode angewendet werden konnte. Und die Eltern haben das toleriert oder auch gut gefunden. Mittlerweile hat sich das ja zum Glück sehr verändert. Und ich glaube, sowas geht nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben oder in Institutionen, sondern auch in Familien. Gibt es irgendwas, was deine Familie machen könnte, was dich für immer verschrecken würde, was dich für immer den Kontakt abbrechen lassen würde? Was passieren müsste, ist, glaube ich, dass man aktiv eingreift. Dass man wirklich aktiv mit gewalttätigen Mitteln in mein Leben eingreift und versucht, was zu verändern. Mhm. Und deine Selbstbestimmung einfach wieder dir nimmt. Also das lasse ich nie wieder zu. Mhm. Also ich finde, du kannst total stolz drauf sein, was du erreicht hast. Dankeschön. Wenn ich so höre, was du alles durchgemacht hast und wo du vielleicht mit 13, 14 gestanden hast und welche Person mir jetzt gegenüber sitzt, dann ist das, finde ich schon total beachtlich. Und ich habe totalen Respekt vor dieser Kraft irgendwie, die du haben musstest, um das überhaupt zu schaffen. So. Ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem Menschen, der ich damals war. Ich habe jahrelang verdrängt und nicht drüber gesprochen. Dieses 12-jährige Mädchen oder dieses 6-jährige Kind, ich habe Mitleid mit ihr. Also es tut mir weh im Herzen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie zu ihr zurückgehen und sagen, es wird besser. Ich liebe dich. Du liebst dich selbst. Das ist so wichtig. Und ich wünschte, ich könnte zurückgehen und einfach sagen, dein Schmerz ist legitim und nachvollziehbar. Und da gibt es einfach mehr als das, was du da siehst, diese Wand. Und danach ist alles dunkel und du machst diese Tür auf und alles ist dunkel. Du weißt gar nicht, was da überhaupt ist. Falls es da draußen so ein 13-, 14-jähriges Kind gibt und sei es, das sind jetzt meine Cousinen und die hören das jetzt, egal wie es an diese Menschen kommen kann, die hören das jetzt, dann wissen sie, was hinter dieser Tür ist. Ich wusste das nicht damals und ich hatte furchtbare Angst. Da ist ein Leben und das ist sehr glücklich und das kannst du auch haben. Du musst nicht in dieser Familie sein. Du musst nicht heiraten und von einem Gefängnis ins nächste. Du musst dich nicht schlagen lassen. Du musst dich nicht degradieren lassen und terrorisieren lassen und in Depressionen leben. Melissas Geschichte hat mich richtig arg berührt, weil da so viel Schmerz drin ist. Für mich ist es ehrlich gesagt immer noch schwer nachvollziehbar, wieso Melissa den Kontakt zu ihrer Familie trotz allem noch hält. Aber zwischen ihr und ihrer Familie scheint es irgendeine Art von tiefer Verbindung zu geben, die sie nicht verlieren möchte. Ich kann mich da schwer reinversetzen, aber was ich schon besonders finde, Melissa hat es geschafft, den Menschen zu vergeben, die sie so schlecht behandelt haben. Weil sie es nicht besser wussten und weil auch sie eine gewaltvolle Erziehung hatten, sagt sie. Ich finde das stark von Melissa. So auf die Vergangenheit zu blicken und über der Wut, der Hilflosigkeit und der Enttäuschung zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Was würdest du sagen, hält dich an deiner Familie? Ist es wirklich
Liebe oder ist es so eine emotionale Abhängigkeit? Zu meiner Mutter war es sehr lange auch emotionale Abhängigkeit, weil ich zu meiner Mutter den engsten Kontakt habe und das sehr, sehr lange gedauert hat, bis es da irgendwie einfach einen Umschwung gab in ihrem Mindset. Jetzt, es ist auf jeden Fall Liebe. Ich liebe meine Familie. Wenn ihr jetzt direkt die nächste Podcast-Folge hören wollt, kann ich euch die neuesten empfehlen. Das ist eine Mini-Reihe zum Thema Reinkarnationserfahrungen und es geht dabei um Reisen in angeblich frühere Leben. So viel kann ich euch schon mal sagen, ein sehr eindrückliches Erlebnis für mich. Und wenn ihr schon mal da seid, dann am besten auch direkt ein Abo dalassen. Oder ihr bleibt einfach hier und schaut weiter. Zum Beispiel das erste Video zu unserer aktuellen Frage, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Da lernen wir Lisa Sophies und Olegs Mama kennen und zwar direkt super persönlich. Ich find's mega spannend.